Welche Bedeutung hat die Familie für Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Tendenzen? Darum geht es in diesem Beitrag. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Dieser Beitrag ist sowohl beeinflusst von den Erfahrungen meiner Klienten als auch als Sohn eines Narzissten. Welche Bedeutung hat die Familie für Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Tendenzen? Dieser Beitrag gilt nicht der Diagnostik pathologischer Narzissten, sondern dem Ziel, fiesen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen und sich nicht ausnutzen zu lassen. Zur Vereinfachung nenne ich Frauen und Männer mit deutlich narzisstischen Tendenzen, die andere Menschen benachteiligen und verletzen, an dieser Stelle Narzissten und andere Fieslinge meist Fieslinge. Was bedeutet die Familie von Narzissten? Es folgen einige der mir aufgefallenen Zusammenhänge. Erstens, Quelle für Anerkennung. Die Familie ist eine Quelle der Bewunderung, des Respekts und der Anerkennung. Das ist für Menschen mit narzisstischen Tendenzen von großer Bedeutung. Wehe, die Anerkennung und Bewunderung wird nicht als ausreichend empfunden. Zweitens, Bedrohung. Es geschieht leicht, dass Narzissten tief eigene Familie auch als Bedrohung für ihr Selbstbild und ihre narzisstischen Bedürfnisse wahrnehmen, wenn die Familienmitglieder ihre Bedürfnisse und Wünsche nicht unterstützen oder ihnen nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Dann droht der Blick hinter die Fassade und somit der Kontakt mit dem, was um jeden Preis versteckt werden soll. Drittens, Selbstbestätigung. Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Tendenzen versuchen, ihre Familienmitglieder zu manipulieren und zu kontrollieren, um ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen. Die erwartete Bewunderung dient der Bestätigung des Trugbilds. Sie wollen sich als überlegen und dominant gegenüber anderen Familienmitgliedern positionieren und versuchen, diese zu unterwerfen. Wo die empfundene Anerkennung nicht genügt, wird Dominanz angestrebt. Auch Machtdemonstrationen dienen der Selbstbestätigung. Viertens, Drama. Narzissten brauchen Dramen, weil die Welt, in der sie zu leben meinen, die Welt, die sie sich geschaffen haben, eine Fantasiewelt ist. Das Lebenselixier deren Fantasie ist das Drama. Narzissten sehen ihre Familie als eine immer verfügbare Quelle für Dramen. Und wenn es keine Dramen gibt, werden sie welche anzetteln. Deshalb liefern Narzissten oft genau dann das nächste Drama, wenn gerade nicht damit gerechnet wird. Fünftens, Personal. Eine der Möglichkeiten für Narzissten, sich wichtig zu fühlen, ist, andere Menschen Dinge für sich tun zu lassen. Die Familienangehörigen wie Dienstpersonal zu behandeln, ist für Narzissten naheliegend. Es befriedigt sie in mehrfacher Hinsicht. Es bedeutet, dass sie keine unangenehmen Dinge tun müssen und das passt zu ihrem Anspruchsdenken. Das erhebt sie auch über andere Familienmitglieder, verdeutlicht den Rang und die Rollenverteilung. Indem sie sich von den Familienmitgliedern bedienen lassen, haben sie das Gefühl, die Mitglieder individuell und kollektiv zu kontrollieren. Und das Gefühl von Kontrolle ist für narzisstische Menschen sehr wichtig. Sechstens, Nebenrollen. Narzissten wollen die Stars sein. Sie selbst schreiben das Drehbuch für deren Scheinwelt. Solche Leute dulden neben sich keine weitere Hauptrolle. Schon gar nicht wollen sie mit Familienmitgliedern den Oscar teilen. Doch
wie bei einem Hollywood-Film, brauchen Stars Nebendarsteller und Statisten. Die haben die Aufgabe, die Hauptrolle besonders gut aussehen zu lassen, aufzuwerten. Narzissten wollen glauben, dass ihnen eine Familie gegeben wird, damit sie von diesen als Nebendarstellern die gewünschte Inszenierung bekommen. Das meinen diese egozentrischen Menschen verdient zu haben. Deshalb ernten sie auch die Lorbeeren für die Leistung von Familienmitgliedern und schmollen oder bekommen einen Wutanfall, wenn jemand anderes die Aufmerksamkeit bekommt. Siebtens, Requisiten und Statisten. Familienmitglieder werden von Narzissten als Requisiten betrachtet. Solche Leute benutzen Familienmitglieder, um ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Attraktive Partner sind Schmuckstücke. Mütter benutzen ihre Kinder, um ihre hervorragenden Erziehungsfähigkeiten zu demonstrieren, auch Väter. Die Erfolge der Kinder werden den Genen der Erzeuger zugeschrieben und viele weitere eigenwillige Aussagen sind zu hören. Achtens, Förderung der Scheinwelt. Solche Leute erwarten von Familienmitgliedern, dass diese der wackeligen Fantasiewelt und dem inszenierten Selbst, das sie geschaffen haben, die maximale Unterstützung geben, selbst wenn es vollständig unangemessen ist. Neuntens, loyale Unterstützer. Narzissten erwarten von ihren Familienmitgliedern, dass diese ihr sehr zerbrechliches Ego stützen. Narzissten würden oft ohne die Unterstützung, die sie von ihren Familienmitgliedern erhalten, auf die Nase fallen. Doch das geben sie natürlich nicht zu. Zehntens, Opfer, die sich zu Tätern machen lassen. Insbesondere verdeckte Narzissten nutzen die Opferrolle häufig dafür, um ihre narzisstischen Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist typisch. Narzissten spielen häufig das Opfer, dann, wenn es ihnen hilft, sich aus einer brenzligen Situation zu befreien oder sie davor schützt, Verantwortung zu übernehmen. Und weil Opfer einen entsprechenden Täter erfordern, wird einer gesucht und natürlich auch gefunden. Viele Narzissten fühlen sich wohl dabei, so zu tun, als würden ihre Familienmitglieder sie zum Opfer machen. Davon versprechen sie sich einige Vorteile. Die Familie ist im Einflussbereich und Narzissten wissen, wie Zielpersonen dazu gebracht werden, die Rolle von Sündenböcken zu akzeptieren. Narzissten ziehen doppelten Nutzen daraus, als Opfer dazustehen. Indem diese missbrauchen und dann in der Lage sind, die Rollen zu tauschen, sodass sie als das Opfer angesehen werden und das wirkliche Opfer zum Täter wird, stehen diese gut da. In diesem häufig anzutreffenden Szenario vermeiden solche Leute die Verantwortung zu übernehmen für unangemessenes Verhalten und bestrafen stattdessen ein Familienmitglied für die eigenen Taten. Elf. Hoppla. Finanzielle Unterstützung. Narzissten haben ein extremes Anspruchsdenken auf Dinge, die anderen Menschen gehören. Solche Leute glauben wirklich, dass sie einen Anspruch darauf haben und bestrafen jeden, der diesen Anspruch in Frage stellt. Entsprechendes Geld eines ihrer bevorzugten Mittel, weil es vielseitig ist. Sie wollen vielleicht nicht die Dinge, die wir besitzen, unseren Job oder irgendetwas anderes, das uns gehört, aber sie werden unser Geld gerne nehmen und es zu ihrem Vorteil verwenden. Das kann der Fall sein, wenn die finanzielle Verantwortung zwischen den Ehepartnern unangemessen aufgeteilt ist. Das rächt sich. Es kann sich darin äußern, dass sich narzisstische Elternteile Dinge gönnen, unnötige Anschaffungen für sich selbst machen, anstatt Dinge, die sie beispielsweise für die Kinder brauchen würden. Es zeigt sich oft in Kommentaren darüber, dass Familienmitglieder Narzissten etwas schulden,
weil diese etwas getan haben, was normalerweise ohnehin in deren Verantwortung liegen würde. Beispielsweise die Geburt eines Kindes, die Unterkunft und das Essen. Zwölftens, Wettbewerb mit garantiertem ersten Platz. Für Narzissten ist alles ein Wettbewerb. Narzissten wollen alle Wettbewerbe gewinnen, schon aus Prinzip. Eine der bedenklichsten Überzeugungen von Narzissten ist, dass Familienmitglieder leben, um zu verlieren, damit Narzissten gewinnen können. Narzissten machen aus wichtigen Lebensereignissen, alltäglichen Aufgaben und allem, was dazwischen liegt, einen Wettbewerb. Es werden Situationen geschaffen, nur damit sie in Wettbewerben über Familienmitglieder triumphieren können. Größer, schneller, besser. Narzissten schaffen Umstände, die sie schlauer erscheinen lassen als ihre Familienmitglieder. Dafür werden die Regeln willkürlich geändert und auf vielerlei Weise manipuliert. Wenn sie es vermasseln, erwähnen sie eine Situation, in der ein anderes Familienmitglied bei etwas versagt hat. Und schließlich müssen Narzissten die Erfahrung vermitteln, dass sie ständig gewinnen, was ihre Familienmitglieder jeden Tag ins Fadenkreuz bringt. Belastung. Eine Belastung ist eine Last, ein Hindernis, ein Ärgernis, eine Behinderung, eine Unannehmlichkeit. Und dazu werden aus Sicht narzisstischer Zeitgenossen selbst Angehörige sehr schnell. Ich kann Beispiele verdeutlichen, was ich meine. Wenn ein Familienmitglied nicht wie gewünscht mitspielt, wird es zur Belastung für Narzissten. Es gilt die Einteilung, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Und schon indem ein Familienmitglied etwas für sich selbst oder für jemand anderen als für den Narzissten tut, wird das als ein Problem angesehen. So etwas wird nicht so schnell vergessen. Erfüllt ein Familienmitglied nicht mindestens eine der zugedachten Rollen, ist es eine Belastung für Narzissten. Für Narzissten gibt es nur schwarz und weiß, richtig und falsch, Fan oder Feind. Narzissten sind nicht in der Lage, Grautöne oder Nuancen zu erkennen. Das interessiert sie nicht. Helfen Familienmitglieder den Narzissten nicht, deren falsches Selbst und die inszenierte Selbstdarstellung aufrechtzuerhalten, werden diese als Belastung empfunden und entsprechend behandelt. Würden Narzissten keinen relevanten persönlichen Nutzen aus einer Familie ziehen, dann hätten sie keine Familie. Sie haben ohnehin keine Familie, weil sie jemanden lieben und mit ihm etwas teilen wollen. Sie haben Familien, damit sie eine praktische Quelle für ihre Bedürfnisse zur Verfügung haben. Die Familienmitglieder bekommen unterschiedlichste Rollen, die sich mitunter auch verändern. Das goldene Kind, der Sündenbock und die Flying Monkeys sind Beispiele dafür, wie Menschen instrumentalisiert werden, denen in gesunden Beziehungen eine fördernde, liebevolle Unterstützung zukommen würde. Mögen diese Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was Narzissten vor sich geht und so bessere Entscheidungen treffen. Wenn wir es nicht tun, wer dann? Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir unsere Wege ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.